Heimspiel gegen Austria Klagenfurt. 1:1. Manfred, dein Fazit zum Spiel. Ja, ich glaube, heute haben wir sich größtenteils selbst zuzuschreiben, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Wir haben zu wenig Dynamik im Spiel gehabt, erste Hälfte. Bewegung war nicht gut genug, wenig tiefe Läufe. Gehen dann durch einen unglücklich abgefälschten Schuss, der irgendwo hingegangen wäre, in Rückstand. Klagenfurt hat es natürlich gut gemacht. Die Leistung will ich nicht schmälern. Und zweite Hälfte haben wir dann umgestellt. Es ist ab der 60. ein bisschen besser geworden. Gefühlt ein bisschen mehr Druck aufgebaut, viele Standardsituationen, aber sind nicht zu klaren Torchancen gekommen. Ich glaube, das Unentschieden geht in Ordnung, wobei ich aber ganz klares Handspiel und Elfmeter für uns gesehen habe. Danke, Manfred. Bitte komm, kurzes Handzeichen, der Michi kommt dann mit dem Mikrofon. Peter Klöbel, Kronenzeitung. Manfred, der Spielaufbau, ich meine, ihr habt ja extrem viele Möglichkeiten gehabt, so ob der Mitte das Spiel aufzubauen. Hat wenig geklappt. Wie, kann man das trainieren oder ist das ein Reifeprozess, der erst übergehen muss? Weil ich meine, ich sage jetzt einmal, der Herr Müller hat, glaube ich, gefühlte 100 oder hat wirklich 136 Ballkontakte gehabt. Aber irgendwann einmal war es dann Schluss mit den Ideen. Nein, das kann man ganz klar trainieren. Wir haben es ja bis jetzt auch besser gemacht. Das Problem war, so wie ich schon angesprochen habe, zu wenig Dynamik. Wir sind in den Räumen gestanden, statt dass wir sie angelaufen sind. Wir waren viel zu eng. Ist natürlich schwierig, wenn du mit 2-3 Spielern in Positionen reinkommst und die Gegenspieler noch dazu, dann wird es extrem eng. Dann ist es auch einfach zu verteidigen. Wir haben keine tiefen Läufe angeboten, um die Abwehrspieler oder Läufe angeboten, um Räume zu öffnen für Spieler, die dann da reinstoßen können. Und von dem her hat uns einfach die Passgenauigkeit, die Dynamik gefehlt. Und wenn man Müll anspricht, bist du natürlich als Innenverteidiger, als Verteidiger ein armer Hund, wenn du nicht die passenden Anspielmöglichkeiten bekommst. Eine kurze Nachfrage, weil du sagst, zu wenig Dynamik. Ist es ein bisschen aufgefallen, dass die Spieler, die unterwegs waren, bei Länderspielen ein bisschen müde gewirkt haben? Ja, das mag ich jetzt so nicht beurteilen. Das müssen wir genauer analysieren. Natürlich ist das eine Belastung für einen Braunöder, wenn er 2 Spiele komplett spielt und andere Spieler auch. Aber wenn du 2 Spiele in kurzer Zeit hast und jetzt das 3. Spiel, ist es natürlich eine Belastung, die sie so nicht gewöhnt sind. Aber es gilt für mich absolut nicht als irgendeine Ausrede. Natürlich muss man das berücksichtigen, aber es sind gewisse Dinge passiert, die heute nicht so gut sind. Das waren in der Raumaufteilung, die Positionierung, das Passspiel und auch von der Körpersprache war das heute einfach zu wenig. Gibt es noch weitere Fragen an den Trainer zum heutigen Spiel? Thomas Schrenk von der APA. Wenn man das Spiel jetzt hernimmt, ich meine, in der Meistergruppe, die anderen Mannschaften werden sie ja wahrscheinlich eher weniger so positionieren oder so tief verteidigen. Kann man da jetzt irgendwie was jetzt mitnehmen für die kommenden Spiele oder wenn man jetzt nicht gerade in Klagenfurt spielt? Also ich glaube, dass das jedes Spiel ganz was anderes wird, weil ja die meisten Vereine ganz andere Systeme spielen, ob das jetzt Salzburg ist oder Sturm Graz, die werden natürlich offensiver spielen. Natürlich können wir was mitnehmen, dass wir einfach an diesem Positionsspiel weiterarbeiten müssen, dass wir diese Laufwege machen müssen, aber grundsätzlich jetzt für die nächsten Gegner, glaube ich, können wir da wenig mitnehmen, weil ich nicht damit rechne, dass sie irgendwer auch nur annähernd so hinten reinstellt, wie das heute Klagenfurt gemacht hat. Und noch einmal, ich möchte die Leistung nicht schmälern, die haben sehr, sehr gut verteidigt. Gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe keine Anzeichen mehr und sage mal danke. Auch danke an die Zuschauer bei Viola TV und wünsche noch einen schönen Sonntag. Dankeschön. Okay.